So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen FIFA 17 Road to Glory. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir befinden uns gerade in der Web-App, die gestern released worden ist, wo es immer noch ein paar Probleme gibt. Aber aktuell klappt es bei mir, dementsprechend bin ich da sehr froh. Und dementsprechend werden wir da heute reinstarten, die ersten Schritte machen, unser Starter-Team anschauen, eventuell hoffen, dass wir in den Packs den einen oder anderen guten ziehen. Aber bevor wir in das Projekt rein starten und das gleich alles angehen, nochmal vorneweg, was passiert hier genau? Der ein oder andere hat es ja schon mitbekommen, dass es wieder eine RTG geben wird hier bei mir zum Start von FIFA 17 und zwar eine ganz, ganz klassische. Damit werden wir starten, heißt, ich werde auf diesem Account, den ich da gerade im Hintergrund habe, keinen einzigen Euro oder sonst was investieren, sondern wir versuchen uns mehr oder weniger eine Road to Division 1. Wir versuchen uns in Liga 1 vorzuarbeiten mit dem Spielermaterial, was wir bekommen, öffnen nur Packs mit Coins, die wir uns theoretisch selbst da spielen, kaufen uns keine Coins, kaufen uns keine FIFA Points, sondern nutzen wirklich das Spiel so, wie es da ist und versuchen das Bestmögliche draus zu machen. Sprich, das ist erstmal das, was dahinter steckt, was ich vorhabe. In dem Sinn, wenn ihr Bock auf das Projekt habt, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Däumchen nach oben da, vielleicht schaffen wir die 2000 Likes zum Start, würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Jungs, Daumen drücken, wir starten rein. Ich denke, ihr habt schon gesehen, heute kam auch ein Video, wo wir Luis Suarez gezogen haben. In der Web-App 92er Suarez. Leider nicht auf meinem Account, sondern auf dem Account eines Zuschauers. Aber nichtsdestotrotz, krass. Einfach mal zum Start. Wahnsinn. In dem Sinn, wir starten rein. Choose your club name and abbreviation, bla bla bla. Road to Glory RTG können wir ja dann immer noch ändern. Dementsprechend bin ich da mal sehr zufrieden und wir gehen rein und sehen jetzt unser Starter-Team mit Morrison, Engländer aus der Serie A. Das ist schon mal ein ordentlicher Start, vor allem, weil du den halt in, ja, England und natürlich auch in der italienischen Liga linken kannst. Mit ordentlichen Stats als ZOM. Der sieht richtig gut aus. Passt, bin ich zufrieden, ne? Chauce oder so, keine Ahnung. Siamashko, wir gehen übrigens gleich in die, ins Vollbild, aber das klappt gerade noch nicht. Shimamura, okay. McLinden haben wir mit am Start, auch relativ für eine Bronzekarte, taugt das. Disley, der nächste Engländer, den können wir damit auch schon mal linken, sehr nice. Botia, nächster Goldspieler von Olympiakos Piraeus, der Spanier. Dittges, der Herr Dittges, ich grüße Sie. Sporle haben wir mit am Start, dann Bertoli aus der, ja, das soll die zweite italienische Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Dembele, leider nicht, Musa Dembele, Usman Dembele und wie sie nicht alle heißen, ne? Amoros, Ahmed, Boto, Bongonda, Belgier, auf dem Flügel, 83 Pace, 81er Dribbling, 65er Schuss, sehr, sehr geil. Schneller Mann aus der BBVA, immer gut. Könnte man eventuell nachdenken, den zu verkaufen, wobei, nee, das sind ja die Untradables, glaube ich, ja, ne? Dann T-Shirt oder ein Shirt von Plymouth, Ndiaye, Faustin, Para, Escobar, Pablo Escobar, Freunde. Noch ein Kit, Fran Sanchez, Siedner, 18 defensiver GG, Chardonnay, das ist mal ein schönes Wappen, Plattel, einen Ball und bla und bla und bla und bla und bla. Okay, sehr nice. Also, damit haben wir das schon mal. Und zwei Player-Packs. Ihr seht schon, der Account ist leider noch nicht so lang mit am Start. Seit Juni 2016. Heißt, dementsprechend haben wir leider nicht allzu viele geile Sets, die wir da leider erstmal öffnen können. Aber zumindest mal 1000 Coins zum Start. Und wie gesagt, drei Sets, die wir uns heute erstmal anschauen werden. Jetzt gehen wir hier erstmal ins Vollbild zulassen. Dann sieht das, glaube ich, ein klein wenig schöner aus. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was war bisher euer bester Spieler, den ihr gezogen habt. Da haben wir die Legende mit dabei. Das machen wir zum Schluss. Das machen wir zum Schluss. Wir öffnen erstmal die Sets hier. Lasst mich das gerne mal wissen, ne? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir ziehen Schürrle. Erstes Set Schürrle. Mendy aus der BPL von Leicester City auch noch mit am Start. Na, aber hallo. 88 Pace, 82er Dribbling, 81er Schuss. André Schürrle. Das ist krass. Das ist richtig geil. Klasner von Ajax. Wie gesagt, Mendy, schaut euch die Stats an. 75 Pace, 76er Defensive, 80er Physis. Ist top als Startspieler sozusagen. Franzose, Leicester City, BPL, top, 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 top. Lisandro Lopez vorne am Start, auch mit geilen Stats. Also wie gesagt, alles jetzt mal für den Anfang natürlich. Aber Schürrle, der billige Reus, wenn man so will. Aber halt unfassbar geile Stats. Holy shit. Da kriegen wir einiges an Points, an Coins für. Brosek, Amos, Chikstra, Murphy, Manchila und Aponza. Was haben wir da noch? Arai. Okay, sehr, sehr geile Geschichte. Ich werde jetzt mal alle im Club speichern. Wir können mal ganz kurz spaßeshalber schauen, was ein Schürrle aktuell wert ist. Pascal Schürpf, den wollen wir nicht. Sondern ein Herr Schürrle, 15.000, 7.000, 6.4, 6.400, gibt es irgendwo ein Gebot drauf.
Nee, da aktuell nicht. Aber 6.400 ist der günstigste aktuell. Schürrle, sehr, 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 sehr geile Geschichte. Und mal gucken, ob wir das nochmal toppen können. Zweites Set und wir kriegen Pedros ZDM aus der BBVA. BBVA nichtsdestotrotz immer ganz stark. Pass haben wir mit dabei. Ciacerini auf dem Flügel aus der Serie A. Den können wir auch nochmal ganz gut linken. Zum, wen hat man da? Den Startspieler. Das sehen wir gleich nochmal. Dann, wie gesagt, Pedros. Traoré, relativ schneller Mann als Rechtsverteidiger aus. Ich denke, das dürfte die französische Liga sein. Das können wir doch hier auch nochmal anschauen. Player Details. Domino. Ja, okay, das ist die zweite Liga. Zweite. Die heißen jetzt zum Teil auch alle ein bisschen anders. La Liga Santander, Calcio A und bla bla bla. Aber da finden wir uns wieder ein. Ilori, Innenverteidiger von Liverpool, Portugiese, auch sehr geil. Alma, Smallwood, Maignan, Magnan, Bath, Fox, Kim Jong-seok und den Lajami oder so. Okay, nehmen wir alles mit. Und dann würde ich sagen, öffnen wir nochmal das letzte Set, Jungs. Das werden wir uns nochmal anschauen. Was haben wir drin? Eine Legende ist am Start. Hoffentlich eine geile. Und es ist Carragher. Jamie Carragher, Innenverteidiger. Kann man mal machen. Noch dazu, wie gesagt, die 11 Bronze-Spieler. 64 Pace, 88er Defensive, 87er Physis. Für drei Spieler dürfen wir den testen. Das ist schon mal sehr nice. Mahoney passt. Quatsch. Mahop. Langsa, Shire oder so. Morrisner, Uruc. Swiderski, Crow, Sinclair. Auch einigermaßen ordentlich für einen Bronzespieler. Lech, Fellfell, geiler Name. Und Christensen. Okay, nehmen wir mal alle mit. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen oder werfen noch einen kurzen Blick rein in unseren Verein. Wie gesagt, Schürrle natürlich der krasseste, den wir da gezogen haben. Ziemlich, ziemlich geile Geschichte. Schauen wir mal, sind das? Genau. Bis hierhin. Ab hier können wir keinen mehr verkaufen. Das sind alles die Untradable. Aber alle davor, die wir hier gerade sehen, können wir irgendwie anbieten. Ne? Ich denke, ich werde jetzt mal eben schnell uns ein Team versuchen zusammenzubauen. Und dann gucken wir mal, was wir da an Rating und an Chemie bisher als Bestes rauskriegen. Das bisher beste Team, was wir bauen können. Zumindest so ein bisschen, was die Mischung aus Rating und aus Chemie angeht. Ihr seht, wir haben einige Bronzespieler. Unter anderem den 56er Linksverteidiger vorne. Einen 59er Striker von Watford. Von dem her, ja, es ist ordentlich. 75er Rating, 85er Chemie für ein Startteam nur aus den Packs, aus den drei Packs, die wir hatten, plus aus dem Starter-Pack. Kann man mal nichts sagen. Auf der Bank, ihr seht, haben wir auch noch ein paar richtig geile Spieler. Bongonda, da haben wir eigentlich die besseren. Glasner, Bodja, Pedros, Schürrle, wie angesprochen, Traoré und Lisandro Lopez. Nichtsdestotrotz, das wahrscheinlich so das, wie gesagt, standardmäßig beste Team erstmal für den Start. Ich habe gerade eine Viertelstunde oder so ein bisschen rumhantiert. Dementsprechend, ja, lassen wir das an der Stelle mal so stehen. So wie es da ist, in der 4-3-3-Formation. Das muss ich auch dazu sagen, ich will unbedingt irgendwas 4-3-3, 4-3-2-1 irgendwie so in die Richtung spielen zum Start, dass wir da einigermaßen gut reinkommen. Von dem her, ich werde mich jetzt ein bisschen dran setzen, werde mal gucken, dass ich versuche, nicht unbedingt vielleicht zu traden, weil das kann ich nicht wirklich, aber zumindest versuchen, den ein oder anderen Spieler zum Start noch zu verkaufen. Wie gesagt, den Schürrle vielleicht, dass wir da gewinnbringend nochmal ein bisschen was raushauen. Und dann können wir uns vielleicht im nächsten Part schon mal um ein kleines Starter-Team kümmern. Das war vielleicht zusammenbauen für Liga 10, in der wir dann letztendlich reinstarten, sobald die Early Access raus ist. Von dem her, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches Team bzw. welche Liga sollen wir vielleicht da mit reinnehmen. Premier League haben wir schon den ein oder anderen guten. Serie A auch, zum Beispiel hier mit dem Kollegen Morrison und vorne mit Ciacerini. Dementsprechend, das wäre auch nochmal eine Idee. Lasst mich das gerne wissen. Ich bin gespannt, wenn es euch gefallen hat. Lasst an der Stelle auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes. Und das war es dann erstmal soweit für heute. 1000 Coins. Die ersten paar Sets haben wir aufgemacht mit einem ziemlich geilen Spieler, den wir gezogen haben. Mit Schürrle und wie gesagt noch dazu auch ein paar geile, die wir da am Start haben. Rein von den einzelnen Attributsets. Geht natürlich besser und wird natürlich auch besser werden, gar keine Frage. Aber für den Start sehr, sehr geil und in dem Sinne bin ich erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Badeschlappen. Servus.